passt. Gell? Okay. Ja. Dann fangen wir wieder in der Mitte an, zweite Hand dazu. Internationale Tag der Menschen mit Behinderung. Wir wollten dieses Event machen, um wieder ein Zeichen für Inklusion zu setzen. Du bist jetzt ein paar Monate Vizepräsident bei Special Olympics. Was hast du bis dato schon alles erleben können und wie siehst du deine Aufgabe? Meine Aufgabe besteht grundsätzlich darin, dass ich das Hostan-Programm für Rotary und Special Olympics organisiere. Was mich noch berührt hat als Vizepräsident, ist einfach diese Herzlichkeit, mit der ich von Special Olympics Österreich aufgenommen wurde und diese unglaubliche Kraft, diese Stärke, die von den Sportlern ausgeht. Johnny, du bist jetzt Botschafter für Special Olympics World Winter Games in deiner Heimat. Warum machst du sowas? Weil mir das sehr am Herzen liegt und weil es ein unglaublich schönes Ereignis ist, ein richtig großes Ereignis, und weil ich wirklich stolz bin, daran teilzuhaben und einfach ja, Teil der ganzen Mannschaft zu sein. Das heißt, wir werden dich im März irgendwo bei einem Bewerb sicher mal sehen, oder? Nicht nur im März, sondern auch viel, viel früher, so wie heute, wo wir gemeinsam mit den Athleten jetzt schon Kekse gebacken haben, wir haben ja Mohnflässerl gemacht, und es ist ein richtig schönes Ereignis, wo man auch ein Gefühl einfach für die ganzen Athleten kriegt, für das ganze Event, die Menschen, die daran teilhaben, dass das Ganze wächst und wirklich, dass die Message auch und die Botschaft hinausgeht über die Grenzen in die ganze Welt. Die Antenne ist da. Hallo, Thomas Seidel mein Name. Warum ich da dabei bin, ganz klar, weil es einfach ein Wahnsinn ist, die Jungs und die Mädels zu unterstützen, die hier bei den Special Olympics nächstes Jahr 2017 teilnehmen werden. Die Offenheit ist ein Wahnsinn, und da sollte sich jeder Steirer und jede Steirerin und natürlich auch alle in Österreich, die das Video jetzt gerade anschauen, sich geben. Das ist ein Wahnsinn, und diese Offenheit und diese Herzlichkeit, die soll man sich anschauen.